Ja, herzlich willkommen in der Stube. Das ist hier eine reine Informationssendung heute. Es ist nicht wirklich ein Projekt, also es ist schon ein Projekt von mir, aber ich will ein bisschen was erzählen zu den Sachen und aber auch zu dem Campingmöbel-Modulausbau. Der stockt gerade ein bisschen und deswegen fangen wir mal heute so an. Ja, also das sind Aufstellfiguren. Es ist für ein Institut, ein Bekannter von mir leitet das und damit macht man Familienaufstellungen oder andere Aufstellungen in Firmen zum Beispiel. Da kann man sozusagen auch Hierarchien vergeben. Also sagen wir in der klassischen Familienaufstellung wäre das also Elternpaar, vielleicht älteres Geschwister oder Onkel oder Tante und hier ein Kinderpaar. Es ist immer eine weibliche Figur und eine männliche Figur. Das sieht man, finde ich, relativ deutlich. Die Figuren habe ich nicht selbst gedrechselt, ich habe sie gezeichnet oder vielmehr entworfen und habe sie drechseln lassen. Und das Einzige, was ich noch machen muss, ist sie zu ölen. Und wenn sie getrocknet sind, das Öl empfehle ich euch auch mit der Rückseite von einem Steifpapier, kann man das Öl auch nochmal wunderbar glatt rubbeln, falls noch ein paar Härchen aufstehen. Ja, und hier sieht man auch mal die gesamte Anzahl dieser Figuren, also das sind 30 Sets. Ein Set ist, sieht so aus, wie ich es gerade gezeigt habe. Also zwei große Männchen, Weibchen, mittlere und kleine. Ja. Und ich bin von der Arbeit wahnsinnig begeistert. Das sieht so super aus. Sie sind nahezu alle identisch, also in ihrer eigenen Größe. Und die Holzauswahl ist auch hervorragend. Wir haben hier eigentlich nur stehende Jahrringe, wenn man mal genauer hinschaut. Und eine ganz, ganz tolle Drechselarbeit. Ja. Gerade die Holzauswahl finde ich wirklich gelungen. Das sieht man hier, das sind eigentlich alles stehende Jahrringe. Also wir haben ja eigentlich nur Figuren aus Bohlen, aus stehenden Jahresringen. Ja. Ganz, ganz tolle Holzauswahl und wirklich super gedrechselt. Das hat ein Drechselmeister gemacht aus Niederbayern. Ich bin ja hier eher in Oberbayern angesiedelt, aber kein Problem. Und der hat sich auch richtig gefreut. Er hat gesagt, er hat schon lang, früher haben die hauptsächlich Treppenstufengeländer gemacht oder Treppensprossen für Geländer. Und die waren halt gedrechselt. Und das war eigentlich eine Aufgabe von einem Drechselmeister, gerade hier in der bayerischen Region. Aber das Geschäft ist aus. Ja. Das will keiner mehr haben. Das ist einfach optisch nicht mehr gewollt. Und deswegen hat er sich richtig gefreut, dass er mal sowas machen kann. Dann glaube ich, hat auch seinen Spaß dran gehabt. Also wirklich tolle Arbeit und ich habe das Vergnügen, das noch zu ölen und dann geht es auch schon wieder weiter. Der eine hier hat ein bisschen Fußprobleme, den werde ich noch leimen. Hier sieht man auch noch die Aufnahme von der Drechselbank. Ganz, ganz toll, ja. Okay, dann kommen wir mal zum anderen Thema und das ist dieser Modulausbau vom Campingbus. Und ich hatte jetzt ja ein paar Wochen Urlaub, habt ihr vielleicht gemerkt, ich war nicht da, habe keine Videos hochgeladen. Und im Urlaub habe ich erfahren, dass dieser Bus jetzt doch nicht gekauft wird oder vielmehr nicht benötigt wird. Ja, also jetzt ist mein Auftrag sozusagen flöten gegangen, allerdings ist der Bus noch da. Ja? Und ich habe ja eh den grünen, den ich persönlich fahre und ich habe hier noch den blau-weißen, den zeige ich nachher nochmal schnell in der Runde. Und jetzt bin ich am Hadern, ob ich denn das überhaupt nochmal neu machen soll. Ja? Also zum einen habe ich ja eigentlich alle Module, sie sehen halt so aus, wie sie aussehen, aber ich könnte hier auch die neue Front drauf machen. Und das dann, ach ja, das ist jetzt das von einem schmalen Kastel und hier auch das verbesserte Ausziehprinzip und könnte diese Korben weiter benutzen, was irgendwie auch sinnvoll wäre. Ja. Da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, ganz ehrlich, ob ich das mache oder ob ich es nicht mache. Und ich habe auch niemanden, der diesen Bus kaufen will jetzt an der Stelle. Und das ist jetzt mal ein Aufruf in die Runde. Wenn einer Interesse hat an einem VW T4 Synchro von ehemaliges Wasserwirtschaftsamt-Auto, also ein Behördenauto, Modell Transporter, also nichts Elektrisches drin, außer er hat ein elektrisches Schiebedach, 250.000 Kilometer, 2,5 Liter Turbodieselmaschine, also die gute Maschine ist da drin und von mir gefahren bis vor einem Jahr. Und ich habe selber auch nochmal 2000 Euro rein repariert, also Bremsen sind neu, Lichtmaschine ist neu, Batterie sowieso und ein paar Sachen mehr. Ja, ja und jetzt ist der Synchro hier.
Wie gesagt, ich habe dem noch einen Aufkleber abluchsen können. Es ist ein, habe dann hier, das war die Stadt Rosenheim, ja, habe ich rausgeschnitten. Es hauptsächlich ging es darum, dass ich hier noch das Wasserwirtschaftsamt Kleberchen drauf habe. Wenn ich mal beim Fischen irgendwo am Fluss stehe oder so, dann ärgert sich vielleicht einer nicht so arg. Okay, also man sieht hier, hat er eine Roststelle, also hier ist schlecht gespachtelt worden vom Vorgänger. Auch der Vorgänger war Mitarbeiter beim Wasserwirtschaftsamt, der hat das hier lackiert, die Unterseite in Blau. Also wenn man genau hinschaut, ist es keine Top-Lackierung, aber der Gesamteindruck ist eigentlich ganz gut. Ja. Reifen, Felgen sind wie irgendwelche alten drauf, also die sollte man überarbeiten lassen, vielleicht mache ich das noch. Und ansonsten steht der eigentlich ziemlich gut da. Wie gesagt, 250.000 Kilometer. Scheiben sind schon verdunkelt, innen ist die Bodenplatte drin und auch die Seitenwände sind gepolstert. Ja. Ich habe es ja eigentlich im letzten Video habe ich den schon mal gezeigt. Das sieht hier innen so aus. Der ist auch komplett gedämmt. Linoleumboden drin und jetzt ist meine Frage ist eben, also mit dem Traktor kurz vorbeifahren, ob ich hier diesen Bus nochmal ausbaue. Also meine Frage ist eher, ob ich die Module neu bauen soll oder ich die alten Module benutze, aber dafür die neue Oberfläche drauf mache. Das ist mal die Frage, die ich mir selber stelle, aber das ist auch die Frage an etwaigen Interessenten. Das würde natürlich den Preis auch günstiger machen. Der hier hat auch noch eine Standheizung. Das ist zwar ganz prima, aber das ist eine recht alte. Ich habe da die Dieselpumpe erneuert. Die funktioniert auch, aber wie man hier sieht, hat der einen rechteckigen Ausgang und das ist blöd, weil da finde ich kein Adapterstück von einem rechteckigen auf einen runden, um hier einen Schlauch zu verziehen. Das heißt, der bläst hier nach, ich glaube, in die Richtung, ja, oder in die, ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und da ist natürlich auch der Vorteil, durch diese vielen Löcher, da kann sich das ein bisschen besser verteilen, aber optimal ist es nicht, sage ich gleich mal, ja. So, das ist der Innenraum. Hier war, ich weiß auch nicht, vielleicht hat hier der Vorgänger mal eine Lehne einbauen wollen. Ansonsten ist er eigentlich in ganz gutem Zustand, bis auf, und jetzt nach oben gucken, bis auf hier die Stoffummantelung vom Schiebedach. Da hat es wohl in der Vergangenheit mal irgendwie Feuchtigkeit gezogen. Und da ist der Kleberlause, ja, auch hier vorne. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht der einzige optische Mangel an dem Auto. Ansonsten steht es wirklich gut da. Hier ist die Armatur für die Standheizung. Hier, hoffentlich sieht man es, ist die Kilometeranzeige, ja, 256.023. Ja, und eine nachgerüstete Zentralverriegelung hat der Bus auch, ist zu. So, gehen wir in die Werkstatt. Gut, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also es geht darum, hat jemand, der hier diese Videos guckt oder dieses Video guckt, Interesse an diesem VW-Bus, den ich gerade gezeigt habe? Die Randdaten habe ich gerade vorher genannt. Der Ausbau wird aus meiner Sicht mit den alten Modulen stattfinden, werden aber alle eine unbenutzte neue Oberfläche erhalten. Auch hier, dieses alles, was braun ist, wird durch grüne Paneele ersetzt. Der könnte sich sogar aussuchen, ob es in Rot oder in Grün haben will. Mir persönlich gefällt Grün besser. Und wenn Interesse besteht, dann bitte ich, sich einfach bei mir zu melden. Die E-Mail-Adresse ist info@stubenmoebel.com. Die schreibe ich nochmal in die Beschreibung rein. Und wie es dann hier weitergeht mit den nächsten Videos, das sehen wir dann. Ja? In diesem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen und Baba.